Hallo Leute und willkommen zu einem Kampfcodes Video. Ja, der Sean hat einen Kampfcode geschickt und da kämpft er gegen Flo, also gegen den YouTuber Nestflo. So, es ist ein, ich glaube, Mixed Team Kampf. Also Sean hat dabei ein Zoroark, Tentoxa, Kyurem, Suicune, Mega Bibor und Demeteros. Flo hat ein Mono-Unlicht-Team, glaube ich. Er hat Fuegro, Despota, Kramurx, dann Alolas Nobilicat, vielleicht Megatohaido und Hooper Unbound. Ja, Sean fängt an mit seinem Zoroark, was er als Demeteros tarnt. Flo könnte denken, aha, es ist ein Demeteros, wird Steinchen legen. Aber Flo fängt an mit seinem Fuegro und das könnte den Muggelhieb rausholen, was die Tarnung von Zoroark auffliegen lässt. Dann hat er ein Despota, was sich vielleicht mit Drachentanz aufsetzen kann und es kann natürlich auch die Tarnsteine rausbringen. Und Ice Heap kann es auch lernen und das ist gut für Demeteros. Dann haben wir ein Kramurx, das hat Strolch als Fähigkeit. Das könnte Verhöhner drücken oder Toxin. Alola Snobilicat könnte oder wird sehr gerne mit Abgangstirade gespielt, um sich eben das Momentum zu holen und den Angriff und Spezialangriff des Gegners zu senken. Ja, zu Toilette muss man nicht viel sagen. Es drückt einmal Schutzschild, dann ist es schneller als andere und dann entwickelt es sich. Ja, und Hooper Unbound wird wahrscheinlich entweder gewahlschalt sein oder anders gechoiced sein. Gut, fangen wir einfach an mit dem Battle. Also dann viel Spaß! So, wir sehen T-Time, also Zoroark und da kommt Akani Fragezeichen. Ja, wird der Muggelhieb kommen? Da ist der Bedroher und ja, jetzt weiß der andere, also Flo, dass dieses Ding Zoroark ist, weil wir haben den Bedroher nicht gesehen. So, da kommt Gulliver, haut den Fokusstoß raus, trifft. Aber durch den Evolit wird es okay, doch viel Schaden machen. Ah, Lehmorb. Ja, was macht jetzt er? Es hat keine Wirkung, weil Strolch. Ja, und da kommt der Flammenwurf. Und jetzt haben wir leider nichts mehr, oder konnten wir nichts sehen von dem kleinen Kramurx. So, da kommt Hooper Unbound. So, was macht Hooper Unbound? Wenn es Gewahlschalt ist, könnte es, glaube ich, auch speeden. Ja, dann wird es auch speeden. So, da kommt das echte T-Time. Was werden wir sehen? Greift es physisch an, greift es speziell an. Donnerblitz. Okay. Es ist mehr oder weniger gechoiced. So, Downy. Downy macht was? Erstmal kriegst du eine Kehrtwende ab. Das macht ein Drittel Schaden. So, jetzt hat Sean die Switch Advantage und geht raus zu dem Zoroark. Ja, Zoroark kann wieder Fokusstoß drücken. Wird, ich glaube, nicht outspeeden. So, Abgangstirade kommt. Und Zoroark kann einfach, oder Sean kann einfach auf Fokusstoß klicken und hoffen, dass die 70% getroffen werden. Aber Flo geht raus zu Hooper. Und er trifft. Und reicht es? Es ist ein neutraler Treffer. So, Hooper müsste jetzt Gewahlschall sein, so wie er es reinbringt. Da kommt Kyurem. Geht er wieder auf den Donnerblitz oder was macht er? Finsteraura. Ja, das wird guten Schaden machen. Ja, das ist ein ganz, ganz knapp. Free Hit. Er geht raus zu Garcia oder Garcia. Das ist Despota. Ja. Was kommt jetzt? Der Draco. Ja, ich vermute, es wird so die Hälfte an Schaden machen. Aber dann... Okay. Es scheint Offensivweste zu sein. So wenig Schaden, wie das gemacht hat. Ja, Kyurem muss raus. Und jetzt kann er Tarnsteine legen oder Steinkante drücken oder... Ice Heap oder sowas. Und da kommt die Steinkante, die er verfehlt.
Hätte aber auch nicht so viel gemacht. Gegen den Bedroher. Da kommt Akani, Fragezeichen. Kommt das Erdbeben. Und da kommt das Erdbeben. Ist sehr effektiv, ist zwar auf minus 1, aber wird dennoch massiv Schaden machen. Gut, Hälfte. Und wir sehen die Überreste. So, kommt erstmal der Mogelieb oder greift Akani Fragezeichen an? Da kommt Kyurem. Tarnsteine liegen noch nicht auf Chance Seite. Und da kommt das Irrlicht. Ja, Sean oder Kyurem ist jetzt speziell, deshalb trifft ihn das jetzt nicht unbedingt. Aber Sean kann ganz easy auf, ich glaube, Erdkräfte gehen oder irgendeine andere Drachenattacke. Oder wieder den Draco droppen. Was immer eine gute Möglichkeit ist. So, aber er geht auf Fokusstoß. Und trifft. Also Sean trifft alle Fokusstöße. So, damit steht es, ich glaube, 6 zu 4. Oder ist es das Zoroark? Okay, Cooper kommt. Ja, es ist das Zoroark. Jetzt hat er mich auch kurz verwirrt. Kann Kyurem eigentlich Fokusstoß lernen? Das würde mich interessieren. So, jetzt kommt das echte Kyurem. Das wird wahrscheinlich nicht outspeeden. Wir werden jetzt sehen, ob das Ding Wahlschall hat oder nicht. Okay, Kyurem outspeedet. Haut die Erdkräfte, die nicht reichen. Und da kommt eine Finsteraura. Die sollte aber ausreichen. Ja. Ich kenne leider nicht die Init-Werte von dem Hooper. Aber jetzt kommt Stechmeister und der kann es einfach kehrt wenden. Und er verliert eigentlich nichts dadurch. Aber jetzt kommt Tentoxa. Er will also, dass Flo rauswechselt. Okay. So, kommt der Abschlag, kommt Siedewasser. Was macht Tentoxa? Da kommt Gazia. Okay, Siedewasser wird jetzt, ich schätze mal, etwas mehr als ein Drittel machen. Aber er geht auf die Matschbombe. Das macht nichts. Tentoxa müsste aber outspeeden. So, Tentoxa kommt zurück. Kommt Demeteros. Ja, da ist Tea Time. Hat Flo den Eishieb oder den Eisstrahl? Aber Flo macht den Double zu Snap Snap. Ja, jetzt wird's gefährlich. Snap Snap outspeedet, glaube ich, dieses Tea Time. Er kann ganz einfach auf Eiszahn gehen oder Kaskade. So, Suicune, ja. An dem Ding kommt er jetzt nicht so leicht vorbei. So, Eiszahn kommt. Freeze, kein Freeze, kein Freeze. Ja. Was jetzt? Duhaido hält ja nicht so viel aus. Wenn Snap Snap irgendwie den Schwerttanz im Set hat. Ich weiß nicht, ob Duhaido Schwerttanz erlernen kann. So, was sehen wir jetzt von Snap Snap? Den Psychobeißer. Das ist gar nichts. So, warum ist er jetzt... Warum ist Flo jetzt auf Psychoballer gegangen? Hat er kein Knirsche im Set? Knirscher würde wahrscheinlich... Okay, er hat anscheinend kein Knirsche im Set. Psychoballer, ja. Aber warum greift Sean nicht einfach an? Weil der nächste Psychoballer könnte eventuell ausreichen nach dem Sandsturm. Okay, Sandsturm legt sich. Okay. Ah ja. Ein Siedewasser hätte gut getan. Vor allem, wenn es eine Verbrennung nach sich gezogen hätte. So, Bedroher kommt. Kommt wieder der Psychobeißer. Auf minus 1. Ja, macht es nichts. Da sehen wir den Beulenhelm. Ja, Eiszahn könnte Tea Time noch überleben. Nach dem Bedroher. Aber wir sehen Suicune.
Das Hin- und Herwechseln damaged das Suicune an. Und jetzt wissen wir, dass ein Psychobeißer auf jeden Fall reicht. Oder reicht er nach dem Bedroher? Wir werden sehen. 2 KP. Oh, da sehen wir die Erholung. Tja. Erholung, Suicune, Gedankengut, Schlafrede wahrscheinlich, ne? Okay, Maronbeere. Oder Brunusbeere. So, Snap, Snap wird zurückgerufen. Und rein kommt Gazia. Also Toxin bringt hier auf gar keinen Fall was. Wir sehen, das eine Gedankengut. Ich glaube, Flo will einfach Steinkante drücken und auf den Crit hoffen. So, was macht Flo? Steinkante. Erstmal sehen wir Siedewasser. Oder wir sehen vielleicht den Brüller. Oder die Drachenrute. Ja, leider liegen keine Tarnsteine auf der Seite von Flo, weil sonst wäre das eine gute Strategie. Mal ein bisschen Chip zu generieren. So, Bedroher kommt. Sehen wir das Erdbeben. Rein kommt Downy. Downy ist das Ding. Aber er predicted und drückt einfach Kehrtwende. So, jetzt will ich mit Stechmeister reinkommen und nochmal Kehrtwende drücken. Ich müsste eigentlich auch speeden mit Mega Libor. So, was wird Tentoxe machen? Er steht 4 zu 4. Angriff, Spezialangriff sinkt. Downy kommt zurück. Und rein kommt Gazia. Sehen wir das Siedewasser? Wir sehen das Siedewasser. Macht gar nichts. Und kann man den Burn? Ja, da kommt der Burn. Aber Tentoxe muss rausgehen, weil es physisch nicht so viel aushält. Und eine Steinkante kann sogar ausreichen, wenn es crittet. So, Tentoxa, es reicht. Und jetzt kommt Suicune. Sehen wir wieder die Drachenrute von ihm. Weil Flo das vielleicht predicted. Ne, da kommt der Feuersturm. Das ist also ein Mixed-Set. Ein Crit. Hat nicht gemeldet, natürlich. So. Jetzt kann Suicune Siedewasser drücken. Und irgendwas wird super viel Schaden abkriegen, so das Ding wird drauf gehen. Aber er geht schon wieder auf Gedankengut. Nun gut. Jetzt kann Downy. Okay. Flo geht auf. Auf was geht er? Ist das Z-Unlicht oder ist es eine Z-Status-Attacke? Z-Abgangstirade. Angriff sinkt, Spezialangriff sinkt. Heilt er das nächste Pokémon hoch oder was macht diese Attacke? Ah, es heilt. Ah, nicht schlecht. Also das Game ist noch nicht entschieden. So, Gedankengut. Also das muss man sich merken. Z-Abgangstirade. Ist quasi wie Heilopfer, nur in besser. So, Suicune. Kriegt einen Donnerblitz. Boah. Erholung. Ja, Shaw muss irgendwann auch mal angreifen. Weil sonst kommt irgendwann der Crit und dann sind die ganzen Boosts hinüber. Ja, jetzt schläft Suicune 2 Runden und Hooper kann ganz genüsslich zweimal mit Donnerblitz angreifen. Und natürlich auf den Crit hoffen. Ja, das ist ein Drittel. Sehen wir jetzt die Schlafrede? Ja. Da kommt Erholung. Ja. Donnerblitz. Oh, das ist ganz knapp ein Free-Hit, aber nur ganz knapp. Mit einer guten Roll ist Suicune down. So, jetzt muss er was treffen. Am besten Siedewasser. Oder Gedankengut.
So, jetzt haben wir einen Suicune auf plus 2, plus 2. Und jetzt kann Shaw einfach auf Siedewasser drücken und super viel Schaden machen. So, Hooper kommt zurück. Gazir will sich den Special Defense Drop abgreifen. Ja, der Kampf dauert 15 Minuten. Wir haben, glaube ich, schon drei Viertel des Kampfes gesehen. So, Suicune, Tank Energy. So, jetzt bräuchte Gazir schon den Crit. Und Suicune schläft. Beziehungsweise, wir sehen gleich die Drachenroute. Aber sieht, was er kommt, und damit wird es nichts mit der Drachenroute. Gut, er steht jetzt 4 zu 3. Snap, snap. Ja, wir sehen Kaskade. Ja, wir sehen, dass Flo jetzt keine Antwort hat auf Suicune. Seine einzige Chance war halt, die Drachenroute zu treffen, aber da kam leider das Siedewasser. So, das wird resistiert, aber macht guten Schaden. Kein Burn, aber die nächste Kaskade wird sowieso nichts machen. Aber er geht auf Abgangsbund. Wacht Suicune jetzt auf? Wacht auf. Oh, Gedankengut. So, wie war das? Abgangsbund gilt so lange, bis der nächste Angriff durchgeführt wurde. Psychobeißer. Heißt das jetzt, dass Abgangsbund nicht mehr gilt? Okay, Gedankengut bringt jetzt gar nichts. Der Sandsturm legt sich. Ja. Snap, Snap greift ganz easy an mit dem Psychobeißer. Und es reicht, weil Crit. Ja, da ist der berühmte Crit. Oh, jetzt wird es noch ein bisschen gefährlich, aber der Stechmeister kann mit einer einfachen Kehrtwende das Ding besiegen. Aber Snap, Snap wird zurückgerufen. Downy kommt. So, er entwickelt sich. Drückt er die Kehrtwende oder den Gift-Hieb. Aber eigentlich kann Stechmeister hier mit drei Moves das Game gewinnen. Stachelfinale. Ja. Es reicht. Er ist auf plus 3. Ja, und jetzt geht Stechmeister mit noch einer Stachel beim Stachelfinale durch. So, Hooper. Hooper wird, ich glaube, auch nicht outspeeden. Selbst wenn es Gewahlschalt ist. Obwohl doch. Es outspeeden, aber das reicht es. Oh, es reicht. Zu schade. So, Tea Time. Wir sehen, wir wissen, es ist gelockt in Psychokinese. Aber eine Psychokinese dürfte nicht ausreichen. So, da kommt Psychokinese. Ja, es hat einen super Angriff. Special Defense Drop Kehrtwende. Macht. Ich glaube, das ist vierfach effektiv. Unlicht Psycho. Das andere Hooper war ja Unlicht Geist oder so. Okay, da rettet Tea Time wie vielleicht das Game. So, Tentoxa. Jetzt musst du mit einem speziellen Pokémon reinkommen. Und es ist Snap Snap. Es ist leider physisch. Und das Ding hat speedet. Eiszahn. Oh, Kaskade wäre doch besser gewesen. Das hätte auch flinchen können. War das gerade ein Missklick von Flo? Ich glaube, der hat doch Psychobeißer eigentlich im Set. Ich glaube, sein Flo's letzter Move war ein Missklick. So, er hätte jetzt Folgendes machen können. Oder gemacht. Psychobeißer. Tentoxa wäre down. Dann wäre Tea Time reingekommen. Wäre auf minus 1 gebracht worden. Aber ein Eiszahn hätte, glaube ich, schon gereicht. Weil Demetrius schon angeschwächt war. Megatohaido hat Titankiefer, glaube ich. Und hätte 50% plus gekriegt im Angriff. Also von daher
war das ein Missklick, schätze ich mal, vermute ich mal von Flo. Und aus dem Grund gewinnt Sean nach 43 Runden am Ende 2:0. Ja, es war ein spannendes Battle. Die Sache mit Suicune war ein bisschen traurig. Ich hätte da eher mich nicht so oft geboostet, aber dafür ein Siedewasser einfach mal rausgehauen. Für ein bisschen mehr Damage. Aber ansonsten hat mir der Kampf sehr gut gefallen. Es war ein spannendes Battle. Wir haben keine Tarnsteine gesehen oder sowas. Die wären gar nicht mal so schlecht gewesen auf jedermanns Seite. Nun denn, dann danke fürs Zusehen. Schaltet euch wieder ein, wenn es heißt Hashtag Kampfcodes. Schickt mir eure Kampfcodes im Discord und ich nehme euch dann dran. Gut Leute, danke fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann bei dem nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.